zusammen. Ihr seht schon, hier liegen ein paar Eulen und ich möchte heute meine neue Serie beginnen, wobei es ist eine Serie in der Serie, Videoserie, denn ich habe schon mal die Serie angefangen, kreativ mit Stanzen, und auch hier war ich kreativ mit Stanzen, in dem Falle mit der Eulen-Element-Stanze von Stampin' Up, und genau um die soll es jetzt auch in dieser Serie in der Serie gehen. Ich werde euch also in nächster Zeit zeigen, was man mit dieser Eulen-Element-Stanze alles anfangen kann. Und damit meine ich abgesehen von Eulen. Denn vielleicht denkt sich der ein oder andere, naja, okay, gut, dann mache ich ein paar Eulen, aber irgendwann ist das Thema Eulen auch ausgereizt und ich wüsste jetzt gar nicht, so viele Leute habe ich nicht, denen ich irgendwas mit Eulen schenken kann. Aber man kann ja zum einen erstmal gucken, dass man zum Beispiel Eulen zu verschiedenen Anlässen macht oder auch Eulen, die bestimmte Uniformen oder Arbeitskleidung anhaben, die wiederum zu irgendjemandem passen, oder man hat zum Beispiel Kinder, die gerne Piraten mögen oder keine Ahnung. Also da ist ja der Fantasie hat da keine Grenzen. Man kann also ziemlich viel machen. Ich habe mir Ideen geholt von Pinterest. Da gibt es einige Bilder, wo Leute eben schon verschiedene Eulen gemacht haben, also mit verschiedenen Outfits quasi. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein paar nachgemacht, so für mich. Die sehen also jetzt nicht genau so aus, wie ich sie da gefunden habe. Da wäre zum einen, also das hier wäre jetzt mal eine ganz normale Eule. Die habe ich jetzt so ein bisschen schneeeulenmäßig gemacht, von der Farbe her. Man kann natürlich zum einen auf jeden Fall mit dieser Stanze erstmal Eulen machen, die einfach unterschiedliche Gefieder haben, unterschiedliche Farben. Man hat hier einmal den Körper, man hat hier, das hier ist quasi diese kleine Weste, die auch den Schnabel mit ausbildet. Man hat hier die Hintergründe für die Augen, man hat das Weiße in den Augen, man hat die Pupillen und ein kleines Herz. Das habe ich jetzt hier drauf nicht verwendet. Das ist eben so ganz normal, die Eule. Könnte das Herz auch noch mit draufkleben. Dann habe ich hier eine Eule gemacht, die noch Flügel hat. Diese Flügel habe ich einfach mit der Stanze 1¼-Inch Wellenkreis gemacht. Den habe ich in der Mitte durchgeschnitten und habe ihn dann hier hinten draufgeklebt. Die kann man dann auch verschieden positionieren. Sie kann auch nach unten zeigen oder so. Genau. Also das heißt, man kann erstmal farblich variieren, man kann die Eulen an sich variieren mit Flügeln ohne, und man kann die Flügel auch, je nachdem was man für eine Stanze hat, ein bisschen anders aussehen lassen. Das wäre das eine. Dann, wie ich schon gesagt habe, man kann die auch zu bestimmten Themen machen, wie hier zum Beispiel Braut und Bräutigam. Die Braut habe ich extra dunkel gemacht vom Körper her, damit man das weiße Outfit sieht. Den Bräutigam eher hell vom Körper her, damit man sein dunkles Outfit sieht. Die Herzen sind hier jeweils passend zum Outfit des Partners. Ich habe hierfür keine andere Stanze verwendet. Ich habe diesen Hut hier, habe ich einfach mit der Schere geschnitten. Das ist einfach nur ein Rechteck und dann nochmal so einen kleinen Streifen, der da oben drüber geklebt wird. Da braucht man also keine extra Stanze für. Eine Schere hat ja, denke ich, jeder zu Hause. Man braucht natürlich ein bisschen unterschiedliches farbiges Papier. Und auch diese Braut hier habe ich nicht, da habe ich keine extra zusätzliche Stanze für verwendet. Das ist einfach, dieser Schleier hinten ist einfach nochmal der Körper andersrum draufgeklebt. Und ich habe die kleinen Füße abgeschnitten. Und die kleinen Füße, zwei davon, habe ich gleich wieder hier oben verwendet. Ich zeige das mal gerade anhand von dem Bräutigam. Das hier sind vier kleine Füße. Das heißt, abgesehen von den zweien, die ich von dem Körper hier abgeschnitten hatte, um den als Schleier zu nehmen, habe ich nochmal zwei ausgestanzt und habe die hier oben hingemacht, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Haarschmuck, Haarreif, wie auch immer, so eine Verzierung. Genau, dann kann man also auch super Karten zum Beispiel machen zur Hochzeit damit. Das hier ist eine kleine Krankenschwester und ich denke, ich werde da auch noch ein paar andere Berufsgruppierungen versuchen zu machen. Da könnte man jemandem eben individuell zu seinem Beruf irgendwas schenken. Wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, die total auf Piraten stehen, wäre das hier eine kleine Pirateneule. Achso, jetzt habe ich völlig vergessen, bei der Krankenschwester zu sagen, wie ich den Hut gemacht habe. Also, das ist auch nur mit der Eulenelementstanze gemacht. Ich habe hier lediglich
noch ein zweites Mal diese kleine Weste ausgestanzt, habe die verkehrt herum draufgeklebt, sodass das hier oben übersteht und habe aus rotem Papier einfach zwei kleine Streifen gemacht, die ich übereinander geklebt habe. Wenn ich ein bisschen näher rangehe, sieht das dann so aus. Das heißt auch hier nicht extra noch irgendeine Stanze notwendig, sondern einfach eine Schere. Bei dem hier habe ich jetzt noch ein paar kleine Klammern, die Mini-Klammern verwendet. Die sind hier hinten, kann ich mal zeigen. Die sind hier hinten, kann man die so aufklappen und ich habe hier einfach eine Ecke davon abgeschnitten, sonst würde die hinten rausgucken. Da hat er quasi einen kleinen Ohrring und hier hat er noch Knöpfe an seinem Outfit. Das Outfit habe ich aus Designerpapier ausgestanzt, was so ein bisschen so ein so auf alt gemacht Look hat, einfach weil ich dachte, das passt zu einem Pirat, zu den Klamotten. Das kleine Holzbein ist einfach aus einer Farbe, die so ein bisschen in die Richtung Holz geht. Und dann habe ich das auf den Fuß draufgeklebt und habe im Nachhinein das, was absteht, abgeschnitten. Den Fuß hatte ich eben dran gelassen, damit ich was habe, worauf ich es kleben kann. Und diese Augenklappe hier ist quasi das Weiße in Schwarz ausgestanzt und dann einfach nochmal so ein Band mit der Schere ausgeschnitten. Also auch hierfür keine extra Stanze verwendet. Ich habe auch das hier einfach mit der Schere ausgeschnitten. Aber halt nochmal diese Klammern. Entschuldigung. Und dann haben wir zum Schluss noch die kleine frühlingshafte Eule. Das hier ist wieder Designerpapier. Genauso wie man das auch hier sieht. Designerpapier, Designerpapier, Designerpapier. Das ist einfach einfarbig schwarz, einfarbig weiß. Und hier habe ich jetzt eben so ein blumiges genommen und habe dann gleich eine von diesen Blumen noch per Hand ausgeschnitten als Haarschmuck. Und habe ihr hier noch Augenlider gegeben, wo quasi wie so ein bisschen passender Lidschatten zum Kleid mit drin ist und die Schuhe wiederum auch passend zum Kleid. Das weiß ich nicht, ob das Ballerinas sind oder keine Ahnung, kann man sich jetzt einfach so denken. Da habe ich nur aus der gleichen Farbe wie in dem Kleidchen quasi, habe ich die Füße einmal ausgestanzt, habe oben ein Stück abgeschnitten, damit es eben so aussieht, als ob die Schuhe anhat. Und die Augenlider hier ist einer von diesen größeren Kreisen in der auch wieder der Farbe aus dem Kleid hier ausgestanzt und dann eben so auseinandergeschnitten, dass ich daraus diese Lieder machen kann. Und so kann man wirklich bunt durchgemischt vom Gefieder her und von dem Outfit, was die haben, kann man ganz viele verschiedene Eulen machen. Das ist also das Erste, was man mit dieser Stanze machen kann. Einfach ganz viele verschiedene Eulen. Aber, wie gesagt, in meiner Serie werde ich euch jetzt nach und nach zeigen, was man denn außerdem noch daraus machen kann, eben was keine Eule ist. Wenn ihr die Eulen-Elementstanze haben wollt, könnt ihr die gerne über mich bestellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!